Die werde ich dann alles gleich noch machen. Die Mission, die zuordnen, die Punkte verteilen und so. Wir haben 7000 alle 20 Minuten. Das müsste langsam, nachdem wir die Mission machen, müssen wir langsam auch mal 7000 bekommen, in Anführungszeichen. Also, ja. So, und wir machen jetzt die Christina-Mission. Viel Spaß dabei. Ich guck mal kurz, ob ich aufnehme. Weil ich weiß nicht, ob das manchmal abbricht oder nicht. Weißt du, das ist so eine Ungewissheit, weißt du? Das ist so ein bisschen ätzend. Aber ich nehme ja auf. Sehr gut. Wirklich sehr gut. Alles klar. Beginnen wir die Mission. Oder nicht? Doch, bestimmt. Mal gucken, was kommt. Wir folgen Christina mal. Rennen ihr quasi hinterher. Erleben eine Erinnerung. Über sie, mit ihr, wie auch immer. Wie es euch beliebt. Danke fürs Kommen. Natürlich, natürlich. Sag mir, was kann ich tun? Die Leichen meiner Familie. Ich kann sie nicht einfach so am Galgen hängen lassen. Sie brauchen die Sterbesakramente, damit ihre Seelen Ruhe finden. Verstanden. Ich folge dir, Ezio. Letzte Ölung. Federico Giovanni und Petruccio, die Tore ein angemessenes Begräbnis bereiten. Akzeptieren. Mir nach. Dann kann ich auch hier lang gehen. Gut, sie wurden bereits abgeschnitten. Was sollen wir jetzt tun? Du versteckst dich. Ich werde mich kurz mit der Wache dort unterhalten. Da ist er! La! Komm her. Noch ein Schlag. Wo sind die Leichen, die hier hängen? Die wurden schon abgeholt. Wohin? Sagt mir, wo sie sind. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie wollten zum Fluss und sie dort versenken. Nein. Ja. Christina, komm mit mir. Dürfen wir auf jeden Fall nicht in den Fluss geworfen werden. Das steht schon mal fest. Hier. Was hast du vor? Es gibt nur das eine. Sie umbringen. Nein, tu das nicht. Sie haben nichts getan. Sie folgen Befehlen, ohne zu fragen. Das macht sie... Ezio! Na gut. Ich schleiche mich von hinten an. Hole meine Familie, einen nach dem anderen, und bringe sie zum Fluss. Sei vorsichtig. Okay, wir werden uns kurz hier verstecken, oben auf dem Dach. Petruccio, fangen wir mit an.
und bringe ihn auf ein Ruderboot. Ja, und jetzt Giovanni, unseren Vater. Der arme Mann. Früh gestorben in Assassin's Creed 2. Oh, und den letzten. Ich muss die Stadt verlassen. Christina, begleite mich, bitte. Ich würde. Aber ich kann nicht. Meine Familie. So sind wir immer zusammen, Christina. Ezio. Ja, der Ezio, immer ein Charmeur. Letzte Höhlung 100% abgeschlossen. War jetzt nicht extrem schwer, fand ich zumindest. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist. Aber es war auf jeden Fall eine sehr schöne. Es sind sehr schöne Erinnerungen, diese 5 Christina-Missionen. Das sind sehr schöne Erinnerungen an die alte Zeit. Und man erkennt, kennt auch Ezio als einen Mann, der verletzlich ist, der geliebt hat und immer noch liebt, und zwar von ganzem Herzen, jemanden. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir gehen am besten dahin. Nee, Söldnergilde, falsch. Dahin. Zu einem Taubenschlag. Um uns da so ein paar Sachen abzuholen. So. Dann werden wir unsere Sachen abholen, sag ich jetzt mal. Kommt, Freunde! Diese neuen Minen machen meine Metallwaren sehr erschwinglich. Ich habe mit viel Glück neue Lieferanten gefunden und gebe all meine Ersparnisse an meine hochverehrten Kunden weiter. So, hier war der Taumschlag. So. So, da sind jetzt alle 2, bis auf der hier. Das ist interessant. Sehr interessant. Okay. Wir werden wieder Aufträge verteilen.
Brenz sind drei. Da gibt es drei. Guck mal, es sollte immer noch ein bisschen für mich da sein. Zwei Balken würde, denke ich, erstmal uns ganz gut zuvorkommen. So. Jetzt würde ich gerne die Bank hier wieder neu eröffnen. Ich nicht länger. Ich ordnet an, dass alle Schweine so schnell wie möglich zu schlachten. Um an seiner Seite. Sehr schön, Freunde. Ja, dann noch Requesca den Patsche. Das gehört natürlich auch dazu. So, jetzt will ich aber auch mein Geld abholen hier. Das geht ja hier nicht so an, weißt du? Fast alle Banken hier, ne? Was? Achso. Falsch gelesen, sorry. Sehr schön, meine Rekruten. Oh. Wieder ein Fremdling. Hier in der ewigen Stadt nehmen wir Ruhe und Ordnung noch sehr, sehr ernst. Was? Ich hab jetzt nicht ganz verstanden, was du gemeint hast.